roten Stachel. Und ich freue mich auch über einen kleinen Einblick. Ja, was sie eben vernommen hatten, war die Prüfe, die Besatzung, die Flugbesatzung, als auch die Technik, die die Maschine wartet. Geschwader Gefechtsstand. Und dieser ist eben verantwortlich dafür, die ganze Luftsituation zu beobachten und letzten Endes eben die Informationen an uns weiterzuleiten, worum es sich denn handelt. Also sie können sich auch unterschiedliche Szenarien, wenn man schlechte Sichten hat und diese Positionslichter sieht, kann man eben entsprechend einschätzen, ob sich ein Flugzeug auf den nächsten Zug bewegt oder von einem wegbewegt. Die Maschinen rollen eben in die Startposition für die Startbahn 27. 27 ist einfach die Himmelsrichtung, 270 Grad. Das heißt, wir fliegen im Westen und man sieht auch, die Maschinen haben ihre Landerichter eingeschaltet. Die sind am Hauptfahrwerk montiert und leuchten eben weiß auf. Das ist einerseits für den Kontrollturm auch das Zeichen, dass das Fahrwerk sicher unten ausgefahren ist und verriegelt hat. Und bei Nacht können Sie sich das ebenfalls vorstellen. Und auch hier möchten unsere Maschinen schonen und diese möglichst sanft behandeln und das Material schonen. Das heißt, es ist auch bei uns Kampfpiloten eine sanfte Landung gewünscht. So, die Piloten stehen nun auf der Bahn. Das Adrenalin steigt, auch der Puls erhöht seine Frequenz. Das ist jetzt nachrangig. Bilden sich nach der Schweißperlen auf den Stirn der Piloten, allein aufgrund der Tatsache, dass wir ein Equipment anhaben. Ich nenne es in der Liebe vor die Skihose, weil es wirklich eine sehr klobige Anti-G-Hose ist, die sehr effektiv ist, aber nichtsdestotrotz, vor allem in den heißen Sommermonaten, es ist nicht unbedingt angenehm, die Equipment in den Jet zu steigen. Darüber hinaus sind wir auch immer mit einem Helm ausgestattet und einer Sauerstoffmaske und ebenfalls einem Visier, das eigentlich nur den Zweck erfüllt, den Piloten vor Sonnenstrahlen zu schützen, um seinen aufrecht zu halten. Und darüber hinaus schützt das Visier zusätzlich, falls wir zum Beispiel einen Vogelschlag erfahren und falls dieser Vogelschlag eben durch das Kabinendach brechen sollte, dass wir nochmal zusätzlich unser Gesicht geschützt haben und wir nicht unnötigerweise noch zusätzlich verletzt werden. Denn wir bekommen in der Zwischenzeit taktische Instruktionen, um eben das Flugzeug, welches wir gleich erwarten. Hat, falls eben eine Militärmaschine unerwartet neben ihm auftauchen sollte. So, der A400M und der Eurofighter begeben sich nun in einer Linkskurve wieder in Richtung unseres Flugplatzes, während der beiden Flugzeugen, um gegebenenfalls eben eingreifen zu können, falls etwas schieflaufen sollte, oder die Crews, die vorne wegfliegen, auf etwas aufmerksam zu machen, das eben gerade nicht nach Plan laufen sollte. Man könnte auch sagen, dass es eben einfach Rückendeckung gibt. Also, Sie haben festgestellt, hier mal live nah erlebt, wie laut es tatsächlich wird mit den Triebwerken. Man spürt wirklich die Vibration im ganzen Körper. Viele behaupten, es sei Lärm. Für mich persönlich ist es ein wundervoller Klang und wir Piloten nennen es auch liebevoll The Sound of Freedom. Beide Flugzeuge haben... Der A400M soll in der Zukunft die Flotte der Transall ablösen. Das ist das bisherige Arbeitswert der Luftwaffe. Und mit dem A400M gelingt nicht nur ein technischer Sprung in die Zukunft, sondern auch die Ladekapazität des Flugzeuges.
jetzt. Die stehen auch geil da hinten, ne? An der Start- und Landebahn, die kommen genau wie die Köpfe wieder. Mit denen. Genau, Regenschirm.